Servus PA, voran hier ein Semitontechniker. Heute, ihr seht es schon im Titel, geht's wieder auf den Paintball Rave und zwar 2.0 und das wird der letzte leider sein. Der letzte Rave in der Halle, weil nämlich der Besitzer aufgibt und ja, schauen wir mal, ob es da einen neuen Besitzer gibt, ob der so freundlich wäre, ob wir da wieder rein dürfen. Und ja, tatsächlich kommen heute wieder ein paar Sachen mit. Eigentlich alles gleich wie letztes Mal, bloß dass Lichttechnik gesteuert wird, dass ich die Anlagen einmessen werde. 3 FP10er mitnehmen und ja, ich zeige euch mal, was alles mitkommt. Genau, hier bin ich gerade schon fleißig am Basteln gewesen, weil ich ja alles fürs MyFest weggemacht habe an Lichter und so, wie es immer dran war. Tatsächlich ist das der allerletzte Einsatz von dem chinesischen Augenlaser, tatsächlich der allerletzte. Und danach ist er weg, dann kommt er weg, das Scheißding. Genau, dann habe ich mir hier halt die, für die, sag ich mal, Dual-Scanner, habe ich die links-rechts, dass ich die hinmachen kann und fertig, das war's. Und das wird dann auch einer der letzten Einsätze mit der Deko-Trust sein, genau. Ansonsten als neues Pult ist das Yamaha MG12XU kommen. Ein sehr geiles Pult, wo die Fader nicht krachen, einfach eine Klangqualität hoch 20, war echt besser. Auch mit USB ist es tatsächlich ziemlich geiler als wie mit hier mit Klinke. Hat was, muss ich echt sagen. Ich habe mir ein bisschen vertan, weil beim Behringer muss es nicht leuchten und da muss es leuchten, ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch ein paar Neuerungssachen dazu gekriegt. Hier stehen Paletten, genau. 3 Plastikpaletten noch. Genau, das ist auch noch neu dazukommen. So ein Strommesser. Spannungsüberwachungsgerät habe ich mal gebaut. Ja, einfach aus 2er Edelstahl einen Kasten baut, geschweißt und dann 2 Steckdosen, 2 Schuko-Steckdosen hin. Gehe mit Powercon rein und mit Powercon kann ich gleich wieder raus. Alles wird über Volt und Ampere quasi überwacht im Endeffekt. Das wäre es noch. Zudem, das werde ich auch mitnehmen. Jetzt werde ich noch ein paar Kabel zusammenschmeißen. Und ja, wenn die kommen, Hänger holen und dann alles aufladen. Und ja, damit war es dann. Stimmt, 2 HKs als Monitoring kommen noch mit heute. Genau, das war es noch. Aber das war's dann tatsächlich. Dann sehen wir uns gleich in der Location. Und heute kein Max Franz Elektro, der hilft beim Schleppen tatsächlich. So, wieder altbekannte Location. Diesmal auf die Paletten, auf die Plastikpaletten, wie ich gesagt habe. Ja, so steht es dann mit Spanngurt wieder. Dass nichts verrutscht. Genau. Morgen geht's weiter mit Aufbau. Ich habe jetzt alles reingestellt. Genau. Mit die fleißigen Helfer. Und jetzt spark's mal. So, jetzt werden wir gerade ein bisschen einmessen in dem Raum, in dem Bunker, sagen wir mal. Da haben wir wieder XLR-Kabel splitten müssen. Der Dungeon ist noch Paypal. Wo kann man da jetzt durchlaufen? Wir finden wieder kein 3-Frag 8. Kinderkrankheit. So, wir haben jetzt da die dritte FP vor mir stehen. Man sieht leider nichts. FP ist da. Wieso ist da auf Bridge gestellt? C-Fix, wer hat da umgestellt? Ja, den habe ich ja, der flackt ja da. Oida! Schau mal an. Obenrum hast du eine ganz schöne Spitze da. Da wird es wieder ein bisschen rausgezogen im Mittenbereich. Da zieht es wieder ein bisschen auf. Aber es ist kein schlechtes Ergebnis tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, das ist. Einstellungsarbeit geleistet. Im Bass haben wir einen 83 VPL drin für die Omnitronic Hornbässe und die Omnitronic 12 Zöller, da haben wir, ja, was haben wir da? Ich glaube 70 VPL drin, also so weit kommen wir gar nicht hin. Das passt schon einmal frei so. Was meinst du, das Lautwert da denn? Ja, gehen. Best. So, das wäre im Endeffekt dann das EQ vom Raum. Tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also in der Garage schaut schlechter aus. Ja, so werden wir fahren. Genau. Okay, hat sich aufgehängt, perfekt. Continue. So, jetzt haben wir da unten haben wir es aufgebaut. Lichtpult wäre diesmal 088. Haben wir sogar jemanden da, der steuert. Arschloch. Leise bitte. So, jetzt steht endlich alles, Lichttechnik, Moving jetzt, ich bin schon Showtech, so cool, Moving jetzt, also zwei Stück. Langsam kommen die Leute, DJ ist da, Monitoring ist da, jawohl. Yamaha sagt hier schon, Eingang, naja, aber geht schon. Jawohl, Leute. Leck's mir am Arsch!
einer FPC. Das dröhnt schon sauber, ey.
Paintballfelder mal wieder alle beleuchtet. Diesmal nicht rot, sondern blau. Jungs, Alter. Das geht sowas von ab. Alter. Thank you.
Angekommen in der Garage nach dem Paintball Rave 2.0. War eine echt geile Veranstaltung mal wieder, muss ich echt sagen. War mal wieder echt geil. Auch 2.0 hat es mit Lichttechnik komplett mal wieder übertroffen. Also da, was die Jungs aus Landshut wieder gemacht haben, da muss ich echt sagen, das war schon wieder echt geil. Also hat mir tatsächlich echt gut gefallen. Alle 8 LED-Bars angesteuert davon, das war echt bärig, muss ich echt sagen. DMX auch mit Nebelmaschine, alles am echt mal gemacht, muss ich sagen. Und die Nebelmaschine hat er rausgehauen in dem Raum. Also, letzter Paintball Rave, ihr wisst ja, 5 Liter Nebelfluid braucht. Die hat jetzt gerade mal 1,5 braucht, wenn überhaupt. Der Tank ist jetzt noch gut voll. Also wenn überhaupt 1,5 Liter, ich glaube 500 Milliliter vielleicht. Also das ist echt krass, was die weniger Nebelfluid braucht wie die andere. Also auf Dauer gerechnet, gescheite Nebelmaschine ist auf jeden Fall Investition wert. Gut, die hat eh irgendwann rausgesorgt, die Nebelmaschine, aber vielleicht hat es deswegen so viel verbraucht. Also die 5 Liter waren komplett weg, wenn jetzt sogar noch mehr. Genau, deswegen, Nebelmaschine war echt bärig tatsächlich, ja. Und ich muss sagen, im Bassbereich haben wir dann ein bisschen lauter, glaube ich, gehabt, wie letztes Mal tatsächlich. Da hat es gut geschaumt tatsächlich. Man hat es auf die Videos gesehen, teilweise 10 Ampere pro Phase wieder mal. Oder teilweise ein bisschen mehrer. Auf jeden Fall haben wir das dann Ganze mit Auto-EQ gemacht. Das war damals das Auto-EQ vom Raum, vom Paintball-Rave tatsächlich. Dann habe ich ja Crossover. Ach gut, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, gell? Wie man im Sofa wieder alles verstellt, aber 10 dB plus und Top-Teil war auf minus 12. Das kann ich kaum verzeihen, Alter. Kabelmäßig kann ich wieder sagen, das gleiche Schema wie letztes Mal. Alles dreckig, alles scheiße. Ja, wie ist jetzt das Kabel aus? Achso, ja, Tobi. Okay, dann das Kabel zerfixt. War ja was. So, dann war es das mit dem Video. Würde ich das einmal gesagt haben. Und ja, tatsächlich war es ziemlich wild. Also wenn man das ausschaut, dann weiß man eh, dass ziemlich eskaliert ist. Genau. Ja, okay. LED-Bass musste René noch holen, tatsächlich. Und dann, ja, Bass einwandfrei, ja. Hat mich gefreut, mal wieder Paintball-Rave zu machen. Das war auch der letzte, tatsächlich. Damit haben wir uns quasi verabschiedet von der Paintball-Halle, weil nämlich der Besitzer aufgehört hat. Genau. Polizei war auch da, tatsächlich, mit 4 Streifenwägen. War auch ziemlich lustig, aber die haben tatsächlich nichts machen können. Also die sind dann wieder heimgefahren. Die haben gesagt, bleibt bei der Lautstärke und dann war es tatsächlich ziemlich okay so. Also 4 Streifenwegen muss schon was heißen tatsächlich. Aber ja, war recht lustig. Aber wir sind ja dann gegen Ende eh. Also wir waren Bass 0 dB und 10 dB Bass. Und also ihr wisst es, man kennt es schon immer, jeder dreht immer auf, wenn er absurdig ist, dann ist immer so, genau. So, dann kann ich euch nur sagen, liken, abonnieren etc. pp. Ich sag's schon wieder, egal. Macht's was ihr wollt, genau. Also, Servus, Habriere, vielen Dank.